Hallo zusammen zu einem Unboxing. Es ist ein durchaus großer Karton, wie man vielleicht erkennt. Es gab vor dem Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, genau 2 Tagen, ein kleines unnötiges Drama in der Facebook-Gruppe von Nicole. Und daraufhin habe ich mir gedacht, also was? Kauf mir ein paar Bilder. Ja, das Paket ist da. Einmal das hier, eins dieser ganz, ganz, ganz neuen. Und wie man hier in den Rollen schon sieht, zwar Eigenproduktion, um genauer zu sein, zwar Josephine Wohl. Einmal Naschi. Einmal Füllimaterial. Na, die Josephine werde ich jetzt nicht großartig auspacken, weil vom Druck etc. habt ihr ja schon öfters gesehen, wie die aussehen. Aber ich zeige euch die Motive. Es ist auch mal einmal Halcyon Knights. Ich bin an sich kein Fan von diesem Motiv. Zumindest nicht im Original. Aber ich habe es als Diamond Painting gesehen und es ist wunderschön. Das Bild hat die Maße 100 mal 80 cm. Es beinhaltet 200 Farben und ich habe es in eckigen Steinen bestellt, wie immer. Ich weiß jetzt nicht, ob Toolkit etc. dabei ist. Ich denke ja, weil ich habe da jetzt kein extra Anmerk gemacht, dass ich das nicht dabei haben möchte. Ich kann aber mal ein paar Steinchen rausholen. Das sind schon mal die Etiketten. Hier habt ihr zumindest mal einen kleinen Eindruck der Farben. Es ist sehr viel Blau und ich habe auch den Eindruck, dass Josephine Wallbilder ausschließlich bunt oder blau sind. Weil Solo the Unicorn, ja, es ist bunt, aber auch das hat verdammt viel Blau. Luna hat verdammt viel Blau. Das einzige Bild, was mir jetzt einfällt auf die Schnelle, ist Crystal of Enchantment. Das ist eher gelb, Gold. Na gut, Toolkit. Man sieht es hier. Ich zeige es euch so. Diamond Painting Deutschland Aufdruck. Ein weißes Schälchen, ein herzförmiges Wachs. Das ist offen. Eine pinke Pinzette mit Aufdruck. Die ist flach. Ein Stift mit Dreieraufsatz und ja, einzelnen Aufsatz dabei und einem Schaumstoffgriff. Also alles in allem ein ausreichendes Kit. Das ist das eine Bild. Das andere hat einen etwas anderen Hintergrund. Da bin ich wirklich am Überlegen gewesen, soll ich nicht. A Fairy Wedding. 100 mal 7 und, nee, 100 mal 75 cm. 300 Farben. Ebenfalls eckige Steine. Und das Motiv solltet ihr eigentlich kennen. Das geht aber bei einigen raus. Weil nämlich das Pärchen, was hier abgebildet ist, keine Lust mehr hat, dass das Motiv verkauft wird. Und da eben der Wunsch besteht von den Zweien, dass dieses Bild nicht mehr verkauft wird, muss man sich nun mal dran halten, sollte man respektieren. Und deswegen geht es halt bei einigen Shops etc. raus. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Nicole ist. Ich kann nur vermuten,
Ich vermute, dass es da auch rausgeht. Deswegen habe ich mir es gekauft. Wenn es nicht rausgeht, okay. So, immerhin habe ich jetzt hier einen neuen Karton. So, streckt sich das hier runter. Und jetzt gucken wir uns das hier an, weil das ist wahrscheinlich mit das interessanteste Bild. Und zwar ein durchaus kleines 40x60 Home von Diamond Painting Deutschland, Blümix, in eckig, hoffe ich. Und das ist komplett neu für mich hier. Karton etc. habe ich super den noch nicht gesehen. Ich vermute daher einen neuen Hersteller. Und da vermute ich es hoffentlich auch richtig. Gut, es ist alles in diesem Paket drin. Zwei Dinge, die mir jetzt schon mal positiv auffallen. Oder drei. Es ist gerollt. Es ist alles beisammen. Es ist eine Stoffleinwand und ein sehr guter erster Eindruck. Der Druck sieht sehr, sehr, sehr gut aus, finde ich. Auf. Oh, das ist eine sehr dicke, durchsichtige Folie. Das ist nicht diese dünne, wie es bei den anderen Bildern ist. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, hört. Es ist durchaus dicker. Bonk, 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 bonk. Okay, cooles Toolkit. So. Einmal hier. Oh, da fallen mir noch mehr Dinge auf, die ich jetzt schon sehr mag. Keine Ahnung, inwiefern ihr das seht. Ja, doch, ist gut. Also, das Motiv selbst ist 40x60. Das heißt, dass der beklebbare Teil genau diese Größe haben sollte. Und dann gucke ich mal, ob ich irgendwo ein Maßband. Ja. Circa 60 und dann ist das auch entsprechend circa 40. Ja. Also es ist die beklebbare Fläche mit gemeint, was immer positiv ist, wenn man das Maß angibt, was dann im Endeffekt beklebt wird. Die Leinwand, die ist eigentlich Baumwolle? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall nicht diese übliche sonstige Leinwand. Der Kleber ist glasklar. Und auch sehr stark. Wie gesagt, die Folie hier ist wirklich dick im Vergleich zu den anderen Folien. Die Legende befindet sich ebenfalls auf beiden Seiten, links und rechts. Oben hier ist das Blümix-Logo. Hier unten die Adresse. Die Maße. Wie gesagt, hier an der Seite die Legende. Das Bild hat 49 Farben. Und ich glaube 3 AB-Farben. Ja, die letzten drei hier. Woran erkennt man das? Die Legende hier. Normal, normale Zahlen. Ja, alles wunderbar. Und wenn man hier unten ist, sieht man, dass diese letzten drei hinten AB stehen haben. Das ist Hinweis dafür, dass sich das hier um AB-Stangen handelt. Was ich unglaublich toll finde, gerade ist ein Etikettenbogen. Bei so einem Bild ein Etikettenbogen. Ich mag das.
Ich bin jetzt zwar nicht der Mensch, der hier großartig mit Etiketten rummacht. Eigentlich. Doch, die 52er Box, nee, die 56er Box wird sich hier ebenfalls wunderbar eignen. Da könnten dann zum Beispiel diese Etiketten drauf, wenn man das möchte. Ich weiß, da ist mal eine. Ist jetzt gerade ein anderes Bild drin, aber das ist hier vollkommen egal. Ist eh ein klein bisschen locker. Hat sich hier auf den anderen geklebt. Ja gut, es guckt ein klein bisschen drüber, aber es geht. Ich finde es aber sehr, sehr, sehr überraschend, positiv überraschend, dass da Etiketten dabei sind. Das finde ich gut. Das gefällt mir. So. Das sind die Farben in Zipptüten sortiert, wie man es mittlerweile ja gewöhnt ist. Und die letzten drei, wie schon erwähnt, sind ja die AB-Farben. So, naja. Und gucken wir mal, wie die halt dann im Bild wirken. So, auf den ersten Blick sehen sie toll aus. Aber einfach mal schauen, wie die dann im Bild wirken. Wenn sie jetzt nicht so gefallen sollten, dann kann man sie ja durch die normalen Steinchen halt einfach austauschen. Aber das wird sich dann zeigen, wenn das Bild soweit fertig ist. Es gibt jetzt ein paar neuere, nee, es gibt jetzt ein paar Bilder, ich glaube drei insgesamt, die Teil AB haben. Und das ist eins der Bilder, was mir irgendwie am besten gefallen hat. Und ich meine, ihr kennt den Spruch von mir. Das würde ich wirklich gerade am liebsten anfangen. Das macht gerade richtig Bock. Aber richtig. Es ist auch nicht so groß und lässt sich einerseits hier wunderbarst kleben. Andererseits findet sich dafür auch recht einfach ein Rahmen. Naja, und die anderen zwei Schätzchen hier, meine Josephine Wall, die würde ich eigentlich ja auch sehr gerne anfangen. Aber ich habe ein anderes sehr großes Bild momentan noch in Arbeit, und zwar Morgentau. Da habe ich gute Fortschritte mittlerweile, wie ich finde. Und ich möchte das eigentlich lieber fertig machen, aber oh, wenn das hier so liegt. Was ich jetzt aber noch nicht gezeigt habe, ist das Toolkit. Und was ich da so sehe, es ist sehr lila. Deswegen, ich kipp's hier mal aus. Und dann gucken wir uns das genauer an. So, es ist ein lila Stift mit zwei Mehrfachsetzern. Ein Dreier und ein Sechser. Siebener, Neuner. Und lustigerweise passen meine Nägel ausgezeichnet dazu. Wir haben einmal eine lila Pinzette mit Spitze und die wirkt durchaus sehr hochwertig. Das finde ich schön. Ja. Es ist ein Behälter dabei mit Wachsplättchen, ebenfalls in Lila. Auch das finde ich ganz schick. Man hat einen passenden Schutz hier dabei. Beziehungsweise einen Griff, damit das Halten ein bisschen komfortabler ist. Ein größeres lila Schiffchen. Das finde ich sehr gut. Und Washi-Tape. Ich meine, eine Rolle Washi-Tape. Cool. Mit Herzchen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Toolkit. Plumex-Aufdruck aus Liebe zum Detail.
Und ja, Wenn ich mir das hier so angucke. durchaus. Das ist sehr schön, was ich hier sehe. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und ich finde, das, was man hier so sieht, ist den Preis durchaus wert. So teuer war das jetzt nicht, nicht falsch verstehen. Das Bild hat, so wie es hier liegt, 30 Euro gekostet. Mit all diesem Zubehör. Das finde ich okay. Kann man nicht meckern. Und wenn das Motiv dann so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Ich meine, ja, gut, andererseits ähnlich wie hier, aber noch ein bisschen schimmernd. Dann wird dafür ein Rahmen gesucht. Dann werde ich mir das hier hinhängen. Irgendwo. Aber das war's mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.